Hallo meine Freunde, da sind wir wieder bei Unepic mit mir, Ralfing LP. Ja, wer denn sonst? Ihr seid auf meinem Kanal. Eigentlich immer eine blöde Ansage, aber trotzdem sage ich es immer gerne, falls jemand mal neu dazugekommen ist und hier reingeklickt hat. So, ich mache mal erstmal hier diese Information weg mit den Töpfen, weil irgendwie habe ich die gerade eingesammelt. Das heißt, brauche ich nicht mehr die Info. Und wir jumpen mal weiter durch dieses Adventure hier. Hier drin war ich ja noch nicht, oder? Oder war ich hier schon? Ich probiere es einfach aus. Ich nehme wieder meine Axt mit. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ich glaube aber, hier war ich noch nicht. Klettern, was denn hier los, ey? Voll der stressige Weg. Ne, hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Wunderbar, ist eine Abkürzung. Jetzt habe ich auch hier. Okay, alles beleuchtet da oben. Wunderbar. Ich muss aber hier nach unten und nach links, oder? Da fehlen noch ein paar Lampen. Schauen wir mal. Na? Runter und links. Oh nein, jetzt muss ich diese ganze Scheiße da durch. Ich habe gar keinen Bock drauf gerade. Gucken wir mal nach oben, oder? Da waren wir noch nicht. Wow! Feuer! Frei! Pfeil und Bogen, schnell drauf hier. Okay, das hilft irgendwie gar nichts, Pfeil und Bogen. Und Eis? Stehen die auf Eis? Nee, gar nicht. Wow, die hauen ganz schön drauf, die Penner. Nein, weg hier. Und zurück. Und wieder rein und raus und Feuer. Nein! Oh Gott, und mein Pet haben sie auch noch gekillt, die Schweine. Ihr Schweine! Habt ihr mein Pet gekillt, ey. Okay, ich glaube, ich sollte das Eispad mitnehmen. Das kann mich so ein bisschen draufhauen. So. Ah nein, jetzt brauche ich, das andere Pad für diese Viecher da oben. So. Hopp. Ah. Ah. So war es nicht geplant. Nein, ich will doch nicht vergiftet werden. Das kann ein ganz kurzes Spiel werden hier. Oh. Schnell zurück, Telefon. Nein, ich sterbe gleich. Ich weiß. Mann, ey. So. Das war jetzt ein totaler Fail, würde ich sagen. Kletter mal ganz schnell wieder zurück, dass wir wieder da sind, wo wir hergekommen sind. Das war auf jeden Fall ziemlich kacke. So, komm bitte, Frosch. Mach das Ding fertig. Sehr gut, sehr gut. Achso, und jetzt nehmen wir hier mal den Eisball wieder mit. Schnell Feuer draufhauen. Komm, Eisvogel, mach was. Dauerfeuer, Dauerfeuer, Dauerfeuer. Solange die so weit weg sind, ist mir das eigentlich ziemlich egal. Oh, das schaut gut aus. Den habe ich im Griff und den ganzen Hände kriegen wir auch noch, oder? Yo. Haben wir erledigt. Sehr gut. Nehmen wir wieder das andere Pad, falls wieder irgendwas so um mich rumfliegt. So, erstmal einsammeln den Mist hier. Dann gucken, was ich da hinten kriege. Münzen, juhu, das hat sich richtig gelohnt. Nicht. Scheiße. Okay, egal. Unepic mit mir, Ralfinger LP. Alles leuchtet wunderbar. Oh Gott, wer bist du denn da oben? Hau ab! Nein! Warum ist der so stark? Cool, der schießt nicht auf mich. Dauerfeuer! Gott, dauert das, ey. Oh Gott, ey. Dumm. So ein bisschen Jeopardy. Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Weit. Oh! Feuer, 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 Feuer. Okay, abbauen. Feuer, Feuer, Feuer. Okay, und abbauen. Puh, wenn ich jetzt da wieder rüber gehe, bin ich wahrscheinlich gleich tot. Na, okay. Feuer. In den Rücken feuern. Cool, scheint zu klappen. Komm, stirb.
Blödes Skelett. Also geht doch. So. Immer schön überall Feuer machen. Dann noch schön diese Pfeile hier mitnehmen und wieder nach oben. Darf nichts liegen bleiben hier bei mir. Die Skelette sind auf jeden Fall ganz schön stressig hier. Mal gucken, was habe ich denn hier unten? Diese Alraure fehlt mir noch. Ich habe noch so ein anderes Quest. Warte mal, das war hier Aufgaben. Das habe ich gerade und Pflanzen düngen. Da fehlen mir noch 5 Pflanzen fehlen mir noch. Aber wir schauen erstmal nach dieser Aurore-Dings da. Wie heißt das nochmal? Alraune. Sag schon die ganze Zeit falsch wahrscheinlich, oder? Okay, keine Skelette bis jetzt. Da hinten ist ein Shop, yay! Na? Keine Falle hier irgendwo? Wow! Schweine. Voll gemein, wenn man die nicht sieht, ey. Feine Bogen da. Aber ein Shop, super, super. Mal rein da gucken. Yay, wer seid ihr denn? Was bist du denn für ein Kelch hier? Kann ich dich mitnehmen? Nein, schade. Kaufen, diverse Gegenstände. Was gibt's denn hier mit dir? Foliant des Frostatems. Cool, benötigt Stufe 3 Frost. Erzeugt einen Frostatem mit kurzer Reichweite, ähnlich dem eines blauen Dachens. Kaufen. Stalaktiten, so rum. Wasser friert augenblicklich ein, dabei scharfe Stacheln formend, die in alle Richtungen davon fliegen. Boah, ich habe nicht mehr so viel Geld, scheiße. Guck mal, was ich alles kaufen kann, was ich nicht haben kann. Gut, einmal zum Gärten teleportieren kaufen wir. Rüstung und Kleidung. Oh, hier gibt's geile Sachen. Warum habe ich denn kein Gold mehr, ey? Hier gibt's richtig schöne Sachen zu kaufen, verdammt. Warum habe ich denn nichts? Verkaufen, 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 verkaufen. Stacheln? Nee, die verkaufen wir mal nicht. Ach, verkaufen wir sie doch, was soll's. Was ist das für ein Schwert hier? 126, fügt ungeziefern, das ist mir egal. Das kann ich alles nicht verkaufen. Habe ich hier irgendwas zum Verkaufen? Nicht wirklich, ich will hier nichts verkaufen. Was habe ich denn an Gold jetzt? 435. Der Typ da oben hat bestimmt auch geile Waffen, ey. Aber das bringt mir sowieso nichts, weil ich hier Stufe 3 Frost brauche. Das kann man aber mal Charakter Stufe 3 Frost, habe ich jetzt 2. Habe ich mal erlernt. Gucken wir hier mal bei Rezepte. Ich meine natürlich bei Zauber. Nein, bei Inventar. Lesen wir mal den Mist. Und, habe ich einen neuen Zauberland? Yay, und zwar habe ich diesen Zauber hier mit diesem... Erzeugt ein Frostatem. 6 blaue Essenzen braucht er. Puh, ich sollte mal ein bisschen mehr mit Hotkeys arbeiten. So, was haben wir denn hier noch bei dir? Du hast Rüstung und Kleidung, steht hier. Frostzauber. Was ist denn das teuerste? 256 ist das teuerste. Hier steht Schutz gegen Nahkampfangriffe, Projektile, Frost, Feuer und Arkanschaden. Was habe ich denn gerade? Feuer, Frost, Arkanschaden. Und 5, 5, 29, 14, 14. 5, 5, 29, 29, 14. Wie war das nochmal? 5, 5, 29, 29, 14. Nee, 5, 5, 29, 14, 14 ist einfach alles eins mehr. Nee, ist mir zu teuer dafür. Rezepte. Trank des Gegengifts, der Heilung. Das ist aber ein Giga hier, ne? Das ist ein großer. Ist das ein großes Trankrezept? Ausprobieren. So, dafür brauche ich Rezepte. Nein, Inventar. Dafür brauche ich was? Stufe 6 Tränke. Was habe ich denn, Charakter? Stufe, wie viel, was habe ich denn Tränke hier? 4. Gut, alles ausgegeben. Inventar, Buch lesen, zack. Rezepte. Ja, yep, das sind große Heilungstränke. Perfekt, ey. Fledermausflügel brauche ich da wieder. Verdammte Scheiße, ey. Das packen wir mal da runter, dass wir wissen, was das die Großen sind. Die Kleinen packen wir mal da runter, die Großen da drunter. Oder machen wir es einfach so. So. Und so. Den darüber, dass die alle irgendwie gleich angeordnet sind. Dann weiß ich, hier drüben sind die Kleinen, da drüben sind die Großen. Passt. Auf jeden Fall kann ich jetzt große Heiltränke machen, das ist schon mal sehr geil. Nur habe ich jetzt wahrscheinlich viel zu wenig Geld, um dem Typen mir noch irgendwas abzukaufen. Das Drücken von der 5 erlaubt dir, alle die bekannten Zauber anzuzeigen. Drücke Feind zum Schnellpendel dazu, bla 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 bla. Okay, danke.
verkaufen. Waffen, was hast du denn so? Ich habe gerade was mit 137. Oh, guck mal, das hier. Doppelaxt, ey. Aber brauche ich Stufe 7. Ah, verdammt, Stufe 7. Stufe 7. Ich habe aber nur... Was ist denn das Höchste, was ich habe gerade? Charakter 6 für Dolche. Nee, scheiße. Ich bleib bei der Axt, die ich gerade habe. Mehr kann ich leider nicht, weil ich schon wieder alles ausgegeben habe gerade. Aber gut, so ist das Spiel. Nehmen mal. Kaufen. Bögen und Projektile. Auch Stufe 7. Verdammt, ich muss... Nächstes Mal muss ich auf jeden Fall auf... ja, mehr Charaktereigenschaften skillen. Reparieren. Meine tolle Robe kannst du mal reparieren. Danke dafür. Die Fässer kann ich nicht kaputt machen. Schade. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Oder ist einfach nur... Ist einfach nur so. Okay, dahin teleportieren kann ich mich mit dieser Rolle, glaube ich, hier. Teleportiere dich in die Gärten. Das müsste diese Rolle sein. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau. Ich glaube, ich kaufe nochmal 2 davon. So. Frostbolzen, Stufe 6, Stufe 4. Hitzeaura. Ich glaube, das habe ich schon, oder? Da gibt es viel zu kaufen, aber... Frostatem, da habe ich 1. Aber den habe ich schon gelesen, das Buch, oder? Oder habe ich hier noch einen? Cool. Und ich glaube, einen habe ich noch im Inventar, oder? Noch so ein Buch hier. Stufe, was brauche ich da? 5. Cool. Ein Haufen Rezepte habe ich jetzt. Und zwar habe ich hier noch Infravision und Unsichtbarkeit. Cool. Ich glaube, das hier ist auch Fallenentdeckung. Ne, jetzt habe ich ein paar größere. Ist das eigentlich eine ganz große hier oder warum ist die rund? Ich weiß es nicht. Finden wir raus. Keine Karte verfügbar. Dann gehen wir wieder raus hier. Hier ist eine Karte, ne? Da geht es nach rechts. Wie, hier geht es nach rechts? Achso, es geht nach oben. Links habe ich noch nicht alle Fackeln entzündet. Ich glaube, da ging es da nicht weiter. Da bin ich da einfach nicht weitergegangen. Schauen wir mal nach. Was ist da unten los? It's a Trap ist doch da unten rechts, oder? Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich habe schon so viel Star Wars geguckt, aber den Namen vergessen. Wir haben auf jeden Fall hier noch viel zu erkunden, was ich sehr geil finde gerade. Wow, weg hier. Okay, andere Pet rüberholen. Und vielleicht auch hier Pfeil und Bogen nehmen. So, Feuer rüberhauen. Gut, den unten habe ich erwischt, das ist gut. Den mal mit Eis ein bisschen bekriegen hier. Oh, das hat gut funktioniert. Ah. Der schießt daneben, schade. Nochmal aneimen und Feuer rüberhauen. Haben wir es geschafft? Oh, das schaut gut aus, Leute. Das schaut gut aus. Sieht so aus, als hätten wir es hingekriegt. Diese scheiß Giftdinger immer hier. Jo, ich habe sie alle gekillt. Und dem sind wir genehm. Okay, was haben wir auf dem Tisch? Ring des Eises. Sehr geil. Und hier haben wir noch eine Kiste und da drin ist Trank der Geschwindigkeit. Super, da haben wir auf jeden Fall ordentlich Getränke. Trank der Geschwindigkeit packen wir mal hier runter. Und diesen Ring haben wir noch gefunden. Was kann denn dieser Ring Tolles? Der sagt hier zusätzlichen Schaden mit Frost. Okay, den ziehen wir mal an. Und ich glaube, hier extra habe ich doch auch hier. Habe ich den nicht angezogen, ey? Perfekt. Wie viele Ringe kann ich überhaupt tragen, ey? Ich möchte gar nicht wissen, wie meine Finger aussehen, ey. Was bist du hier? Warum blinkst du so fleißig? Maximale Gesundheit. Nicht wegstecken. Du, ich bin komplett ausgerüstet, oder? Kann ich den auch ausrüsten? Ja, ich glaube, jetzt habe ich alle Finger voll, oder? So wie es aussieht. Ja, bin extremst ausgerüstet. Voll gepackt bis oben hin. So, was sagt denn die Mission hier? 119 habe ich noch grüne Essenzen. Wunderbar, das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und die andere Aufgabe... Mit den Pflanzendüngen fehlen mir noch 5. Hier links sind noch welche, wie ihr gerade sehen könnt. Aber irgendwie, wie soll ich denn da hochkommen, ey? Ich glaube, da muss ich von der anderen Seite ran. Hier war ich schon. Ja, von da bin ich gekommen. Wir klettern einmal runter und darüber. Oh, wobei... Es schneide ich jetzt nicht ganz hier. Also nochmal hoch. Jetzt bin ich ja schon ganz oben. Da schauen wir dann nochmal nach oben. Gibt es denn hier irgendwo noch so eine Wand, die ich zerschlagen kann? Oder habe ich gerade irgendwas übersehen hier? Da
Da geht es nicht weiter runter. Hier gibt es nicht mehr. Ah, wie soll ich denn da rüberkommen? Was ist denn da der Trick, meine Freunde? Ah, da drüben geht's nach rechts. Habe ich übersehen. Na, da geht die Treppe runter. Warte, hier geht's nach rechts. Ist das die Shop-Anzeige? Ah, nach oben. Ah, ich Idiot, nach oben. Hier ist so die Treppe. Feuer. Feuer. So, bevor wir uns verlaufen und irgendwie hier Scheiße bauen und ich wieder sterbe, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr seht mir beim nächsten Mal wieder zu. Ich würde mich riesig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.